Aber damit sind wir wieder hier im Geschehen im Hohen Haus. Der Bundestag debattiert im Moment zu einem Tagesordnungspunkt. Da geht es um den Schutz der Pressefreiheit. Das ist sehr allgemein formuliert. Deswegen lassen Sie mich noch zwei, drei erklärende Worte zum Hintergrund dieser Debatte sagen. Letztes Jahr, da wurde zum ersten Mal seit Jahrzehnten in Deutschland wieder gegen Journalisten wegen des Verdachts auf Landesverrat ermittelt. Es ging um zwei Journalisten des Internetblogs Netz. Politik.org, die in den Fokus der Bundesanwaltschaft gerieten. Und da wurde ermittelt. Das wurde in Medien und Politik vielfach als Angriff der Pressefreiheit kritisiert. Wenn Sie sich erinnern, das Ganze führte unter anderem dazu, dass der damalige Generalbundesanwalt Harald Range seinen Job verloren hat. Die Ermittlungen gegen die Journalisten, die wurden dann eingestellt. Das alles, das nimmt der Bundestag heute noch mal zum Anlass, um darüber zu debattieren. Es geht um die Arbeit von Journalisten, wie sie besser zu schützen ist, und um die Stellung des Generalbundesanwalt, die Opposition gerne reformieren würde. Wir hören rein in die Debatte. Es spricht im Moment Patrick Sensburg für die CDU-CSU-Fraktion. Richtig ist das nicht. Als nächsten Punkt, glaube ich, sollte man erwähnen, dass es möglich ist, an vielen Stellen mit Verschwiegenheit zu arbeiten, mit Dokumenten zu arbeiten, die eingestuft sind. Dass es auf der anderen Seite aber auch wichtig ist, dass der Staat sein Interesse an der Wahrung der Integrität hat und dass es eben auch ein Interesse gibt daran, der Bürgerinnen und Bürger, dass Dokumente, die beim Staat liegen, dass die verwahrt bleiben, dass sie nicht nach draußen dringen. Das muss ein Abwägungsprozess sein. Dieser Abwägungsprozess fehlt in Ihrem Antrag völlig. Sie schauen ausschließlich auf die Informationsgewinnung, auf die Journalisten, die dann im Grunde ohne diesen Abwägungsprozess jedwede Dokumente nach draußen geben könnten, wären sie nicht eingestuft. Oder wenn sie geheim und streng geheim sind, dann im Grunde auch, weil der Abwägungsprozess fehlt. Also ein völliges nach draußen geben von eingestuften Dokumenten. Und das kann eigentlich im Grunde auch nicht das Ziel von Bündnis 90, die Grünen und die Linken sein, wenn man im Endeffekt weiß, dass dann alles, was der Staat in Verwahrung hat und auch geschützt in Verwahrung hat, in die Öffentlichkeit gegeben werden kann. Aufklärung, ja doch, wenn man Ihre Anträge liest schon. Aufklärung ist doch nicht das, dass jedes Dokument in der Öffentlichkeit erscheint. Aufklärung heißt, dass wir zum Beispiel im parlamentarischen Raum prüfen können, dass wir es prüfen können, aber eben nicht alles nicht mehr unter Strafe stellen und jedes Dokument veröffentlicht werden kann. Das kann nicht Ziel eines klugen Antrags sein, meine Damen und Herren. Das ist auch nicht das Ziel unseres klugen Antrages, Herr Kollege. Sie können ja gleich Ihren Antrag einmal näher erklären. Wenn man beide Anträge liest, Ihren von der Linken und den von Bündnis 90 die Grünen, ich habe mir beide ja mit nach vorne genommen, da muss man sagen, dass der Antrag der Fraktion der Linkspartei eigentlich zum Rundumschlag gegen die Sicherheitsbehörden ausholt. Mehr ist es doch eigentlich gar nicht. Im Grunde den Sicherheitsbehörden die Chance nehmen, Dokumente einzustufen, und das vor dem Hintergrund des Terrorismus, den wir zurzeit bei uns erleben. Ich habe ihn vor mir liegen, habe ihn gelesen, habe ihn sogar dezidiert bearbeitet und habe fast jedem Absatz ein Fragezeichen dran geschrieben. Das sollte Ihnen zu denken geben. Bei den Grünen muss ich ganz ehrlich sagen, da haben Sie nicht verstanden, was wir in den letzten Jahren im Bereich Schutz journalistischer Tätigkeit gemacht haben. Gerade in der letzten Legislaturperiode hat die Union mit der FDP übrigens die Rechte von Journalistinnen und Journalisten intensiv gestärkt, an vielen Stellen in der Strafprozessordnung. Ich glaube, wir haben damals beide zu dem Thema Geheimnisträger, Berufsgeheimnisträger sogar geredet. Wir haben viel gemacht. Aber das, was Sie jetzt machen, das dehnt die Rechte aus und führt dazu, dass wir dieses Abwägungsverhältnis, was wir immer beim Eingriff in Grundrechte brauchen, aufgeben, eine einseitige Ausdehnung hin zur Veröffentlichung, zur Durchstecherei von Dokumenten und nicht mehr dem Schutz von staatlichen Interessen und Schutz Dritter. Das ist ein Ungleichgewicht, dem man so nicht zustimmen kann. Ihre Gesetzesinitiativen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind aus meiner Sicht aus rechtsstaatlichen Gründen kritisch zu bewerten. Ich kann nur empfehlen, dem so nicht zuzustimmen und noch einmal darüber nachzudenken, wie wir bei dem Thema Weisung klüger weiter agieren. Sie hatten es angesprochen. Für mich kann man sicherlich darüber nachdenken, ob Weisungen bei Staatsanwaltschaften schriftlich zu erfolgen haben. Aber alles andere, was Sie empfehlen, zum Beispiel auch die Parlamente in einem laufenden Strafverfahren zu unterrichten, das ist, glaube ich, etwas, das würde Strafverfahren, Sie als Strafverteidiger, ob Sie das gewollt hätten, das wage ich zu bezweifeln, würde Strafverfahren im Grunde zum Chaos bringen. Deswegen ist Ihr Antrag von Bündnis 90 die Grünen und von der Linken auch leider nicht ausgegoren und sollte hier heute abgelehnt werden. Dankeschön.
Grundlage der Debatte sind die beiden Anträge der Grünen Fraktion und einer der linken Fraktion. Da hat ja Patrick Sensburg gesagt, der linke Antrag, das sei einfach ein Rundumschlag gegen die Sicherheitsbehörden. Hören wir jetzt, was die Linke, nämlich Harald Petzold, zu dem Antrag sagt. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Besuchertribünen. Es vergeht kaum eine Woche, in der wir nicht aus Ländern wie der Türkei zu erfahren bekommen, dass Journalistinnen und Journalisten ihren Job verlieren oder gar verhaftet werden, weil sie Dinge öffentlich gemacht oder angeprangert oder berichtet haben, die den Herrschenden in ihrem Land nicht gefallen. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen hält die Türkei oder bricht die Türkei im Moment alle Rekorde, was die Inhaftierung von Journalistinnen und Journalisten anbelangt. Mit Stand vom 13. Dezember diesen Jahres hat sie davon berichtet, dass mindestens 348 Medienleute in türkischen Gefängnissen sitzen, weil sie entweder des Landesverrates bezichtigt werden oder der Zusammenarbeit mit terroristischen Organisationen oder deren Unterstützung oder anderen Vergehen, die dem autoritären Präsidenten Erdogan nicht gefallen. Ich kann nur fragen, 347 Journalistinnen und Journalisten, die alle Terroristen sein sollen, alle Unterstützer von Terroristen oder Sympathisantinnen und Sympathisanten von Terroristen, das kann nicht mal der Präsident Erdogan wirklich glauben. Und wir reagieren darauf mit, dass wir sehr besorgt sind oder besorgt. Mehr passiert nicht. Nun reden wir natürlich heute über Deutschland und ich weiß und ich will natürlich auf gar keinen Fall unser Land mit der Türkei vergleichen, Gott bewahre. Aber ich finde es schon ein Skandal, dass auch bei uns Journalistinnen und Journalisten Strafandrohungen bekommen oder die Gefahr laufen, des Landesverrates angezeigt zu werden, wenn sie über Dinge berichten, die der Bundesregierung oder dem Bundesamt für Verfassungsschutz nicht passen. Das finde ich schon ein Skandal, denn damit wird Pressefreiheit eingeschränkt und damit wird auch die Demokratie, der Demokratie geschadet. Und der Kollege Ströbele hat uns an den Fall erinnert, der Ausgangspunkt gewesen ist, sowohl für den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen als auch für unseren Antrag, und wo Sie alle Gelegenheit der Welt hatten, seit 2 Jahren, kündigen Sie uns das an, dass hier von Seiten der Großen Koalition Initiativen kommen sollen, und es ist nichts gekommen. Und lieber Kollege Sensburg, Sie wissen doch selbst, natürlich geht es gar nicht um die Frage, dass Geheimnisse oder geheime Dokumente einfach veröffentlicht worden sind. Die beiden Blogger, Herr Markus Beckedahl und Herr André Meister, haben die Öffentlichkeit darüber informiert, welche Pläne das Bundesamt für Verfassungsschutz zum Ausbau der Internetüberwachung hat. Und sie haben über Geld informiert, was wir als Gesetzgeber, als Haushaltsgesetzgeber dem Bundesamt für Verfassungsschutz zur Verfügung stellen, Steuergelder, mit denen dann aber genau diese Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Und ich finde schon, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, zu erfahren, was das Bundesamt für Verfassungsschutz vorhat, um alle Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auszuspähen und dass dann auch noch Steuergelder dafür verwendet werden. Und ich finde, dass es völlig legitim ist, dass dafür keine Strafmaßnahmen angeordnet werden dürfen. Und ich sage auch, und das wissen Sie auch, Herr Kollege Sensburg, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nach Kriterien, die nicht transparent sind, die der Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar sind und über die wir nicht entscheiden können, sozusagen selbst entscheiden kann, was ist vertraulich, was ist geheim, was ist streng geheim. Und das kann diese Behörde einfach festlegen. Und alles, was diesen Stempel hat, ist dann der Öffentlichkeit entzogen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Selbstverständlich erlaube ich eine Zwischenfrage, Frau Präsidentin. Herr Sensburg. Herr Kollege, Sie hatten mich eben kritisiert, dass ich Ihren Gesetzesantrag nicht richtig gelesen hätte, als ich gesagt habe, nach Ihrem Gesetzesantrag wollen Sie, dass, wenn Dokumente, die als geheim eingestuft sind, nach außen dringen, dass das nicht mehr strafbar ist. Ich lese jetzt Ihren Gesetzesantrag vor. Unter Römisch 2 formulieren Sie, der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der erstens Personen von der Strafverfolgung lediglich wegen der Veröffentlichung von als geheim eingestuften Dokumenten befreit. Also ich interpretiere das so, dass Sie möchten, dass, wenn Dokumente, die als geheim eingestuft sind, nach draußen gegeben werden, dass dort keine Strafbarkeit mehr kommen soll.
Ist das so? Weil dann hätte ich Ihren Antrag richtig verstanden, dann bleibt auch meine Kritik Ihrerseits und dann trifft das auch den Sachverhalt, den Sie gerade geschildert haben, weil diese Dokumente waren eingestuft und der Deutsche Bundestag beschließt dies so, weil er natürlich Methoden, Techniken, die dort eingesetzt werden, nicht preisgeben will, sonst braucht man sie gar nicht mehr machen, wenn man im Vorfeld sagt, wie man verdeckt ermitteln möchte. Herr Kollege, ich hatte Ihnen vorhin nicht umsonst dazwischen gerufen, weil Sie immer wieder, und das ist Taktik bei Ihnen, die Dinge so verdrehen, dass am Ende sozusagen genau das Gegenteil von dem rauskommen soll, was eigentlich beabsichtigt ist. Ich habe Ihnen gerade ganz deutlich gesagt, das Bundesamt für Verfassungsschutz kann selber festlegen, was ist vertraulich, was ist geheim, was ist streng geheim. So, und alles, was diesen Stempel bekommen hat, ist damit der Öffentlichkeit entzogen. Und ich finde, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, zu erfahren, was das Bundesamt für Verfassungsschutz sozusagen mit Steuergeldern, die sie von uns zugewiesen bekommt und die sozusagen von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gezahlt worden sind, was es mit diesen Geldern macht und was es, das ist nicht fadenscheinig, und was es mit diesen Geldern vorhat, um beispielsweise die Internetüberwachung auf die ganze Gesellschaft auszudehnen und alle Lebensbereiche von uns sozusagen für den Geheimdienst sozusagen nachvollziehbar zu machen. Und ich finde, das darf nicht bestraft werden, wenn solche Dinge der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. Und da haben Sie mich dann auch völlig richtig verstanden. Da will ich, dass sowohl Journalistinnen als Journalisten, das steht in unserem Antrag, nicht strafrechtlich belangt werden, wenn sie solche Dinge der Öffentlichkeit bekannt geben. Und auch nicht Menschen, die solche Informationen dann an Journalistinnen und an Journalisten geben. Und wenn wir über Whistleblower reden, reden wir natürlich nicht in erster Linie über Edward Snowden. Und ich finde, Edward Snowden ist kein Landesverräter, sondern ein mutiger Mensch. Und das sage ich auch über andere Whistleblower, und eigentlich hätte er den Friedensnobelpreis verdient und nicht das Exil. Und es muss möglich sein, dass die Öffentlichkeit über solche Dinge informiert wird und diejenigen, die darüber informiert haben, nicht Gefahr laufen, am Ende sozusagen in ihrer Freiheit eingeschränkt oder ihrer Freiheit beraubt zu werden. Und der dritte Punkt, um den es uns in unserem Antrag geht, ist die Frage der Unabhängigkeit der Justiz. Das Trauerspiel, was wir da vorgeführt bekommen haben, erst sagt ein Behördenleiter oder verlangt ein Behördenleiter, dass Ermittlungen wegen Landesverrats aufgenommen werden. Dann werden diese Ermittlungen aufgenommen. Dann merkt plötzlich die Regierung, dass das Pflaster ja zu heiß wird und fängt an rumzurudern. Und dann behauptet der eine, er hat die Anweisung bekommen, und der andere sagt, er hat nie eine Anweisung erteilt. Und dann muss der Generalbundesanwalt sein Amt aufgeben. Und am Schluss sagt er und stellt sich auch noch als Opfer dar. Wer da nicht das Vertrauen in den Rechtsstaat verliert, da weiß ich nicht mehr. Solche Zustände können wir nicht dulden, und deswegen sagen wir, die Staatsanwaltschaften müssen unabhängig arbeiten können, ohne Beeinflussung durch Landesjustizministerium, durch Bundesjustizministerium, und der Generalbundesanwalt darf kein politischer Beamter sein. Und das sind Forderungen, in denen wir mit Bündnis 90 Die Grünen übereinstimmen, und deswegen werden wir auch Ihren Anträgen ebenso zustimmen, wie wir unserem Antrag zustimmen. Ich finde es eigentlich bedauernswert, dass es immer wieder die Oppositionsfraktionen sind, die zu solchen Themen Anträge hier stellen und stellen müssen, weil sie einfach nichts unternehmen. Und vielleicht sollten Sie sich von der Großen Koalition auch mal fragen, ob Ihnen tatsächlich Pressefreiheit so wenig wert ist, dass Sie sich so wenig engagieren dafür hier im Parlament. Ich kann Sie nur auffordern, unseren guten Anträgen, sowohl Bündnis 90 Die Grünen als auch unserem Antrag, hier zuzustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sagt Harald Petzold für die Linke. Allerdings wird über die hier zugrunde liegenden Anträge heute noch gar nicht abgestimmt. Die gehen erst einmal im Anschluss in die Ausschüsse und ins weitere parlamentarische Verfahren. Insofern noch Zeit zur Beratung und jetzt noch weitere Redezeit, beispielsweise für Johannes Fechner für die SPD-Fraktion. Die Pressefreiheit ist eines der wichtigsten Güter unserer Verfassung und eine entscheidende Grundlage für unsere Demokratie. Und zur Pressefreiheit gehört, dass keine staatliche Stelle auch nur im Ansatz in irgendeiner Form Einfluss auf journalistische Tätigkeit nimmt. Und deshalb darf auch nicht einmal der Anschein entstehen, eine Behörde würde Druck auf Journalisten ausüben. Wir in der SPD-Fraktion haben deshalb die Art der Strafanzeige des Bundesamtes für Verfassungsschutz für einen Fehler gehalten, denn deren Zielrichtung war ja formal gegen unbekannt. Tatsächlich wurden in der Anzeige aber Journalisten namentlich genannt, und der Verdacht war damit gegen sie gerichtet. Dabei war es offensichtlich,
dass keine Strafbarkeit wegen Landesverrates vorliegt, denn es war ohne größere juristische Prüfung erkennbar, dass schon der für die Verwirklichung des Landesverrates Tatbestandes erforderliche Vorsatz, nämlich die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik, fehlte. Ich halte fest, dass diese Anzeige in dieser Form nie hätte gestellt werden sollen und dass das Bundesinnenministerium diese Strafanzeige niemals hätte zustimmen dürfen. Das hätte von dort gestoppt werden müssen. Im ersten Antrag der Grünen wird nun behauptet, dass Journalisten immer wieder Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden ausgesetzt seien. Das kann ich für Deutschland jedenfalls so in diesem Ausmaß, wie Sie es in Ihrem Antrag darstellen, nicht feststellen. Und Sie fordern eine präzisere Definition, was ein Staatsgeheimnis ist. Publizistische Veröffentlichungen von Staatsgeheimnissen erfüllen schon heute in der Regel nicht den Straftatbestand des Landesverrates, weil es an der Absicht fehlt, Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen. Das war mal anders. Nach der Spiegel-Affäre 1966 haben wir die entsprechende Vorschrift ja geändert. Damals hätte der einfache Dolus Eventualis ausgereicht. Heute brauche ich die Absicht seit 1966. Also wir haben genau Ihrem Anliegen damals schon entsprochen. Und ich finde, Ihr Vorschlag, der ist viel zu unbestimmt. Nach Ihrem Vorschlag soll ein Staatsgeheimnis nicht vorliegen, wenn das öffentliche Interesse am Bekanntwerden der Information das öffentliche Interesse an der Geheimhaltung erheblich überwiegt. Was ist erheblich? So ungenau sollten wir keine Strafnorm formulieren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, die Qualifizierung einer Information als Staatsgeheimnis, das sollte davon abhängen, ob tatsächlich eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland besteht. Sie schlagen zusätzlich vor, dass sie auch das auch Voraussetzung für die Strafbarkeit sein soll, dass die Information geheim eingestuft ist. Das könnte dazu führen, dass eine Information die äußere Sicherheit der BRD gefährdet, aber aus welchen Gründen auch immer nicht eingestuft ist. Dieses formale Kriterium halte ich deshalb für schwierig. Lange Rede, Herr kurzer Fechner, Sinn. Entschuldigung, erlauben Sie eine Frage ja, oder klar. Bemerkung? Dann natürlich. Lieber Christian Ströbele, bitte. Nochmal draufdrücken. Das ist das Alter. Der war der falsche Knopf. Man Gut. sieht sie nicht an. Also, Sie hätten weiterlesen müssen. Der Satz war noch nicht zu Ende. Ich lese das mal vor. Also, das, was Sie gesagt haben, erheblich überwiegt. Und dann geht es weiter. Wenn Sie oder Ihre Inhalte gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen, erstens, zweitens, auf Grundrechtsverletzungen oder die Begehung schwerer Straftaten schließen lassen, drittens, gegen zwischenstaatlich vereinbarte Rüstungsbeschränkungen verstoßen. Nur dann sagen wir das. Also das haben Sie einfach weggelassen. Weil Sie sagen, immer wenn diese Abwägung dazu führt, dass es erheblich überwiegt, wir haben das genau aus dem Grund, den Sie kritisieren, haben wir das dazu geschrieben, wann das der Fall ist. Und da können Sie doch nichts gegen haben. Also Entschuldigung, waren Sie fertig? Ja. Aus meiner Sicht ist es nach wie vor zu unbestimmt, auch durch diese Nachsätze, die Sie natürlich gebracht haben. Kein Thema, ich habe es gelesen. Trotzdem, Sie machen eine Diskussion über die Erheblichkeitsschwelle hier in dieser wichtigen Norm. Das halte ich für zu unbestimmt. Und deswegen bin ich nicht überzeugt von Ihrem Vorschlag. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Lehre aus der Affäre Netzpolitik.org muss sein, dass Sicherheitsbehörden keine offensichtlich haltlosen Strafanzeigen gegen Journalisten stellen. Wo das geplant ist, müssen die Ministerien einschreiten und solche Anzeigen stoppen. Es darf wegen der überragenden Bedeutung der Pressefreiheit in Deutschland nicht einmal der Anschein erweckt werden, dass in Deutschland Sicherheitsbehörden durch Strafanzeigen Druck auf Journalisten ausüben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im zweiten Antrag fordern Sie, liebe Kollegen von den Grünen, im Einzelfall das externe Weisungsrecht des Justizministers einzuschränken. Also ich halte fest, Sie wollen es nicht abschaffen, wie es der Richterbund fordert, sondern Sie wollen es beschränken, und zwar auf evident rechtsfehlerhafte Entscheidungen. Auch das ist aus meiner Sicht viel zu unbestimmt. Wie und nach welchen Kriterien wollen Sie das bitte bestimmen? Das Weisungsrecht ist aus meiner Sicht sinnvoll und sollte nicht abgeschafft werden. Der bekannte Rechtsanwalt Gerhard Strate hat es in einem Beitrag für die Zeitschrift für Rechtspolitik 2014, wie ich finde, sehr prägnant zusammengefasst. Er verweist zu Recht darauf, dass das Grundgesetz eben keine Unabhängigkeit der Justiz, sondern in Anführungszeichen nur die Unabhängigkeit der Richter kennt. Den Staatsanwalt zum Teil der dritten Gewalt zu erklären, wäre, so Strate, der Abschied von dem fein austarierten System unserer rechtsstaatlichen Justiz.
Und das externe Weisungsrecht, von dem ja sowieso nie Gebrauch gemacht wird, Herr Maas hat es nicht getan, Kollege Sensburg, das sollte zumindest in der Theorie bestehen. Das ist auch wichtig, weil ansonsten keinerlei parlamentarische Kontrolle der Ermittlungsarbeit möglich ist. Und dass das erforderlich ist, das, finde ich, hat der Fall Mollert ja sehr deutlich gezeigt. Letztlich gibt es Argumente für die Abschaffung des Weisungsrechts und es gibt Argumente für die Beibehaltung. Ich finde aber, es gibt keine Argumente für Ihren Mittelweg. Ich finde es zu schwammig und zu unbeschwimmt, zu sagen, nur bei evident bedeutsamen Fehlleistungen soll das Weisungsrecht bestehen. Da finde ich, da ist Rechtsunsicherheit vorprogrammiert. Und zum Antrag der Linken, da ist die berechtigte Forderung erhalten, dass wir Hinweisgeber besser schützen sollten. Ja, das stimmt. Die SPD hatte in der letzten Legislaturperiode extra genau zu diesem Zweck einen eigenen Gesetzesentwurf eingebracht. Auch wir wollen Hinweisgeber besser schützen. Etwa die Lebensmittelskandale der letzten Jahre, die wären niemals aufgeklärt worden, wenn es nicht mutige Arbeitnehmer gegeben hätten, die sich gegen ihre Vorgesetzten gestellt hätten, die eine Menge in Kauf genommen haben an persönlichen Nachteilen. Und deswegen, weil sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern dadurch einen großen Dienst erwiesen haben, weil lebensgefährliche Geschäftspraktiken dadurch aufgedeckt und verhindert werden könnten. Deswegen müssen wir den Schutz für Hinweisgebern auf jeden Fall verbessern. Da teilen wir Ihr Ziel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anträge enthalten viele richtige Ansätze, etwa den besseren Schutz der Whistleblower oder auch die Idee, das Weisungsrecht nur schriftlich zuzulassen. Aber weil eben sehr viel unklar ist und weil insbesondere bei den grünen Anträgen die zentralen Punkte aus meiner Sicht zu unbestimmt sind, habe ich erhebliche Bedenken gegen Ihre Anträge. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Johannes Fechner. Nächster Redner, Alexander Hoffmann für die CSU-CDU-Fraktion. Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, die Ermittlungen gegen Netzpolitik.org haben zu einer heftigen, zu einer breiten Debatte geführt. Es wurde gefragt, ob wir den Schutz von Journalisten in unserem Land verbessern müssen und ob wir nicht generell eine Reform der Tatbestände der Paragraphen 93 fortfolgende StGB brauchen, die Tatbestände also um den Geheimnisverrat und um den Landesverrat. Aber der Reihe nach. Bei uns sind Journalistinnen und Journalisten zunächst einmal grundrechtlich geschützt über Artikel 5 Grundgesetz. Und dieses Grundrecht findet eine Schranke in den Straftatbeständen der Paragraphen 93 fortfolgende StGB. Interessant dabei ist das Schutzgut. Es ist nämlich die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Und ich will an der Stelle sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es ein Stück weit bedenklich, dass wir heute hier rechtspolitisch eine Debatte führen mit der Frage, ob wir diese Tatbestände reformieren. Und niemand von Ihnen, weder Sie, Kollege Petzold, noch Sie, Kollege Ströbele, haben sich überhaupt einmal die Mühe gemacht, dieses Rechtsgut in Inhalt und Ausmaß zu beleuchten. Zwei Dinge hat Netzpolitik.org damals online gestellt. Ich glaube, auch dort sollten wir mal konkreter werden, Herr Petzold, weil Sie immer sehr, ich sage jetzt mal, oberflächlich das in den Raum gestellt haben. Zwei Dinge wurden online gestellt. Einmal Teile des Wirtschaftsplans des BfV und dann Teile eines Konzepts, und zwar das Konzept erweiterte Fachunterstützung Internet. Und ich empfehle Ihnen mal bei der Bewertung des Inhalts die Ausführungen von Professor Dr. Jan-Hendrik Dietrich, Hochschule des Bundes, zu lesen. Das ist just der Gutachter, den der damalige Generalbundesanwalt als externen Gutachter beauftragt hatte. Dieses Gutachten ist zum einen sehr viel differenzierter als das interne Gutachten, das das Bundesamt für Verfassungsschutz damals in Auftrag gegeben hat. Und Professor Dietrich kommt, so einfach scheint es nicht zu sein, Kollege Fechner, tatsächlich zunächst einmal zu der Einschätzung, dass die Information über das EFI-Konzept ein Staatsgeheimnis gewesen ist. Denn dieses Konzept lässt Rückschlüsse auf das Leistungspotenzial des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Cyberbereich zu. Das EFI-Konzept legt offen, welche organisatorischen und welche technischen Defizite im Bundesamt für Verfassungsschutz im Bereich Cyberbekämpfung vorherrschen. Und dieses Konzept macht Methoden deutlich, wie in diesem Haus Informationen gewonnen werden. Jetzt sagen Sie, ja, die Öffentlichkeit muss ja informiert werden.
Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben sich ja die Nackenhaare gestellt. Denn Kollege Petzold, wir leben im Zeitalter der Cyberkriminalität, im Zeitalter der Hackerattacken. Und jetzt ist es für Sie in Ordnung, dass ein Konzept offengelegt wird, das Rückschlüsse zulässt auf die Cyberkompetenz des Bundesamts für Verfassungsschutz. Auf Deutsch gesagt, zeigt dieses Konzept, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo die Bundesrepublik Deutschland verwundbar ist auf dem Cyberweg. Und das im Zeitalter der Hackerattacken. Und für Sie ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde es erschreckend, dass Sie tatsächlich gesetzlichen Handlungsbedarf anmahnen und sich mit diesem Gutachten und dem Inhalt offensichtlich kaum beschäftigt haben. Zumal, und das muss man auch sagen, das Schutzgut äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, Schutz der Bundesrepublik Deutschland und seiner Behörden und Einrichtungen vor Hackerangriffen, alles andere ist als ein niederschwelliges Rechtsgut. Ich sage Ihnen, bei der Lektüre Ihrer Anträge wird man schon sehr offensichtlich wahrnehmen, dass Sie an dieser Stelle Ihre Ideologie ganz oben hinstellen. Sie wollen möglichst viel Beinfreiheit für Journalisten, und dafür nehmen Sie im Notfall eine Gefährdung der Bundesrepublik Deutschland in Kauf. Genau deshalb werden wir diese Anträge ablehnen, weil wir im Zeitalter der Digitalisierung leben. In einem Zeitalter, aus dem sich in jeder Lebenslage akut und spontan Informationen in die Welt raus senden lässt. Und wenn sie mal in der Welt draußen ist, sekundenschnell, dann ist sie ganz schwer rückholbar. Wir wollen in diesem Zeitalter keinen leichtfertigen Umgang mit Staatsgeheimnissen. Und wir wollen eben nicht, dass der äußere Schutz der Bundesrepublik Deutschland zur Disposition Einzelner gestellt wird. Herr Hoffmann, erlauben Sie eine Bemerkung oder Frage von Christian Ströbele? Aber mit großem Vergnügen, Frau Präsidentin. Dankeschön. Herr Kollege, darf ich Sie so verstehen, dass Sie der Meinung sind, im Ergebnis, man hätte die beiden Journalisten doch anklagen sollen, möglicherweise auch verurteilen? Also so verstehe ich Sie jetzt. Ja. Sie haben offenbar noch nicht verstanden, dass das eine ist, die Person oder die Stelle, die aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz irgendwie nach draußen gegeben hat, darüber reden wir hier gar nicht. Und das andere sind die Journalisten, die diese Informationen bekommen und veröffentlichen. Da sagen wir, wenn ein Journalist sowas bekommt, gerade in der Zeit, in der wir diskutieren, mehr Internetüberwachung, ja oder nein und so, dass sowas, auch wenn ein Journalist das in die Hand bekommt, ich rede jetzt nicht von dem möglicherweise Verfassungsschützer oder wer auch immer das war, dass der Journalist auch sagen muss, ja, das interessiert aber die Öffentlichkeit jetzt sehr. Also veröffentliche ich das. Danke für die Frage, aber das ist doch genau der Punkt. In dem Moment, wo Sie das in die Hände des Journalisten stellen, legen wir dieses erhebliche Rechtsgut, äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, in die Hände des Einzelnen und stellen es zu seiner Disposition. Ich habe eigentlich gedacht, deswegen war ich eingangs Ihrer Frage etwas irritiert, dass Sie als Strafverteidiger sehr wohl die Frage, ob Anklage erhoben wird, ob ermittelt wird und die Frage, ob jemand verurteilt wird, auseinanderhalten können. Ich glaube auf jeden Fall, dass es voll und ganz gerechtfertigt gewesen ist, dort Ermittlungen einzuleiten. Es war nämlich nicht so eindeutig, wie der Kollege Fechner vorhin geschildert hat. Es war ja immerhin auch so, dass das Bundesjustizministerium ein Gutachten in Auftrag gegeben hat. Also es schien so eindeutig nicht gewesen zu sein. Jeder Straftäter in Deutschland muss sich nach Ermittlungen unter Umständen einem Strafprozess stellen, in dem es dann um die Frage geht, ob entsprechender Vorsatz vorgelegen hat oder unter Umständen Absicht, wie es hier das Gesetz erfordert. Und da verstehe ich eigentlich nicht, warum wir uns diese Zeit nicht hätten nehmen können. Generell, und da will ich ehrlich sein, erlebe ich diese Debatte als sehr ideologisch. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich persönlich behaupte, dass Sie von den Grünen und auch Sie von den Linken diese Ermittlungen nicht zum Anlass für Reformüberlegungen genommen hätten, wenn wir zum Beispiel Ermittlungen gehabt hätten gegen ein sehr konservatives Medienblatt, nehmen wir zum Beispiel mal den Tagesspiegel. Aber ich bin, und das will ich auch ganz ehrlich sagen, mit der Aufarbeitung dieser Thematik auch im Bundesjustizministerium, und deswegen bin ich dankbar, dass Sie da sind, Herr Minister, nicht wirklich zufrieden. Weil ich Ihnen ganz ehrlich sage, wir täten uns in der Debatte durchaus leichter, wenn auch Sie mehr zur Aufklärung der damaligen Chronologie
beitragen würden. Sie sagen einerseits, es hat keine Weisung gegeben. Ich habe nie das Wort Weisung verwandt. Ich habe im Rechtsausschuss gefragt, ob Sie ausschließen können, dass das, was Sie gesagt haben, als Weisung hätte verstanden werden können. Da gab es dann keine Auskunft. Sie haben auch die Existenz dieses Aktenvermerks nicht wirklich erklären können. Und Sie ließen dieses externe Gutachten stoppen. Das sind die Erkenntnisse, die ich vorhin eingangs skizziert habe. Auf die Frage, warum Sie es denn an diesem Montag, am Tag der Weisung, haben stoppen lassen, sagen Sie, es war einfach keine Zeit mehr zu verlieren. Und dann ärgert es mich als Parlamentarier, wenn ich dann über das Magazin Kontraste in Erfahrung bringe und da die Information bekomme, dass der Gutachter selbst sagt, dass an diesem Tag das Gutachten so gut wie fertig gewesen ist. Und mit der Beantwortung dieser Fragen täten wir uns in der Debatte leichter. Ich will am Ende meiner Rede noch ein paar Sätze verlieren zur Frage Schutz von Hinweisgebern. Auch das ist immer wieder Thema in Debatten gewesen. Aber ich bin schon dafür, dass wir weitaus differenzierter sehen, als das der Kollege Petzold vorhin getan hat oder als Sie das immer tun, Kollege Ströbele. Mir ist schon wichtig, dass wir gesellschaftspolitisch auf jeden Fall den Akzent setzen, dass Hinweisgeber nicht in eine Ecke mit Denunzianten gestellt werden dürfen. Aber ich glaube schon auch, dass wir uns trotz Edward Snowden die Zeit nehmen sollten, mal zu überlegen, wo besteht denn überhaupt Regelungsbedarf? Wie viele Regelungslücken haben wir? Sie wissen, dass auch in der juristischen Debatte dort im Mittelpunkt die Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte steht. Er ging damals im berühmten Fall der Pflegerin, die Missstände im Pflegeheim veröffentlicht hat. Und hier gibt es wesentliche Erkenntnisse, wenn man diese Entscheidung durchliest. Erstens ist es so, es geht um Grundrechtsschutz. Es ist eine Abwägungsentscheidung der Meinungsfreiheit, des Informationsinteresses der Allgemeinheit auf der einen Seite mit dem Vertraulichkeitsinteresse des Unternehmens. Und die zweite Erkenntnis ist, dass diese Abwägung, auch wenn wir einzelgesetzlich dort etwas verändern, jedenfalls im Einzelfall von einem Gericht immer wieder vorgenommen werden muss. Und auch die rechtlichen Konsequenzen, wie eine Abfindung, die es in dem Fall auch gab, muss im Einzelfall geprüft werden. Und das ist heute schon so. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir in diesem Bereich zumindest im Arbeitsrecht nachgucken müssen, wie dort die Strukturen sind, ob es Änderungsbedarf gibt. Er ist jedenfalls nicht in diesem Umfang, wie Sie heute hier glauben machen wollen. Und deswegen lehnen wir das ab. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Alexander Hoffmann war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und er hat noch mal angekündigt, dass eine Fraktion die Anträge der Opposition hier ablehnen wird. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Matthias Bartke für die SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Netzpolitik-Org-Affäre aus dem letzten Sommer hat uns die Spiegel-Affäre von 1962 wieder ins Gedächtnis gerufen. Beide Affären stehen für die hohe Bedeutung, die die Pressefreiheit in unserem Land hat. Die Spiegel-Affäre hat die Pressefreiheit in der Gesellschaft wirklich verankert. Die Gesellschaft hat damals begriffen, was Pressefreiheit tatsächlich bedeutet. Seither begleitet der kritische Geist der Presse die Entwicklung in unserem Land und korrigiert sie, wo sie in die falsche Richtung laufen. Die Pressefreiheit ist damit Garant unserer Demokratie und scheint heute wichtiger denn je, nicht nur in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Spiegelurteil von 1966 in aller Deutlichkeit festgestellt, die Presse beschafft die Informationen, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung. Im selben Urteil hat das Bundesverfassungsgericht auch deutlich gemacht, ich zitiere, die Aufdeckung wesentlicher Schwächen kann trotz der zunächst damit verbundenen Nachteile für das Wohl der Bundesrepublik auf lange Sicht wichtiger sein als die Geheimhaltung. Meine Damen und Herren, das ist der Hintergrund, vor dem die Netzpolitik-Org-Affäre gesehen werden muss. Es war daher absolut richtig, dass das Justizministerium schon zu einem frühen Zeitpunkt der Affäre besonders sorgsame Arbeit angemahnt hat. Selbst der damalige Generalbundesanwalt Range hat mit Blick auf die Pressefreiheit Anweisungen gegeben, mögliche Exekutivmaßnahmen, wie er es nannte, gegen die Journalisten zu stoppen. Damit wird schon sehr deutlich, dass der Staat zu keinem Zeitpunkt kritische Berichte unterdrücken wollte oder gar unterdrückt hat. Wenn es um Ermittlungen gegen Journalisten geht, steht dieser Verdacht natürlich immer schnell im Raum und man darf solche Bedenken auch nicht leichtfertig vom Tisch wischen. Das ist im Fall vom Netzpolitik.org aber ganz sicher nicht geschehen.
Nach dem Bekanntwerden der Ermittlungen explodierte die Berichterstattung zu diesem Thema geradezu. Medien und Presseverbände waren empört und haben sich mit den Bloggern von Netzpolitik.org solidarisiert. Ich muss gestehen, einen eingeschüchterten Eindruck hat das auf mich damals nicht gerade gemacht. Und ich finde, das spricht für das Selbstbewusstsein der Presse in unserem Land. Und ich sage, richtig so. Liebe Oppositionsparteien, in Ihren Anträgen nehmen Sie nicht nur auf die Pressefreiheit, sondern auch auf das Weisungsrecht des Justizministers Bezug und wollen es einschränken. Ja, der Justizminister hat ein externes Weisungsrecht gegen den Generalbundesanwalt. Im vorliegenden Fall hat er davon aber gar keinen Gebrauch gemacht. Es ist ja auch grundsätzlich so, dass er deswegen nicht schalten kann und walten kann, wie er will. Die Dienstaufsicht ist an Recht und Gesetz gebunden. Wo das Gesetz keinen Ermessensspielraum zulässt, kommt das Weisungsrecht überhaupt nicht in Frage. Justizminister Heiko Maas musste Generalbundesanwalt Range trotzdem in den einstweiligen Ruhestand versetzen, nachdem dieser ihm in einer Pressekonferenz vorgeworfen hatte, in die Unabhängigkeit der Justiz einzugreifen, war das unvermeidlich. Denn, mal abgesehen davon, dass der Generalbundesanwalt eben gerade nicht unabhängig ist, erschüttert ein solch öffentlich erhobener Vorwurf das Vertrauensverhältnis ohnegleichen und völlig klar, dass das Konsequenzen erforderte und auch deutliche Konsequenzen. Meine Damen und Herren, ich will in dem Zusammenhang meinen persönlichen Eindruck schildern. Im Rechtsausschuss hatten wir Herrn Range im August vergangenen Jahres ja bekanntlich geladen. Und ich muss wirklich sagen, einen solch schwachen Auftritt habe ich zuvor selten erlebt. Die Süddeutsche Zeitung beschrieb Range als Rebel without a cause. Ich finde, das trifft es ziemlich gut. Meine Damen und Herren, Sie merken schon, aus meiner Sicht zeichnet sich nicht der Änderungsbedarf an, den Sie aus der Affäre gefolgert haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass der letzte vergleichbare Fall über ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Meine Damen und Herren, ich finde, dringender Handlungsbedarf sieht wirklich anders aus. Ich danke Ihnen. Soweit Matthias Bartke für die SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, die Anträge der Opposition zum Schutz der Pressefreiheit werden jetzt in die Ausschüsse überwiesen und dann dort weiter beraten und kommen hier dann noch einmal wieder ins Plenum. Viele Freunde, viele Anhänger haben Sie ja in der Debatte nicht gefunden. Das haben wir jetzt schon gesehen.